Hallo, hier ist Cinema-Redakteur Ralf Blau. Ich möchte Ihnen jetzt den neuen Film von Woody Allen vorstellen. Der trägt den Titel Café Society. Und es ist wie so oft bei Woody Allen ein Film, der in einer vergangenen Epoche spielt, diesmal in den 30er Jahren. Die Geschichte spielt sowohl in L.A. als auch in New York. In New York lebt eine jüdische Familie, auch das der typische Woody Allen, eine Familie, in der es eigentlich ständig zu Reibereien und Streitereien kommt. Es erinnert so ein bisschen an Radio Days, diese ewigen Kappeleien und lautstarken Streitereien, vor allem zwischen den Eltern. Diese Familie hat zwei Söhne, Ben, der als Mafioso Karriere macht, relativ skrupellos ist, und den relativ schüchternen Bobby, gespielt von Jesse Eisenberg. Und der wird geschickt nach L.A., wo ein reicher Onkel lebt, der als Hollywood-Agent Karriere gemacht hat. Die Hoffnung der Mutter ist, dass Bobby bei ihm unterkommt und einen Job findet. Das passiert zunächst nicht. Der Onkel weiß gar nicht so richtig, was er mit dem Jungen anfangen soll, und schickt ihn zunächst auf eine Tour durch die Stadt in Begleitung seiner Sekretärin, die gespielt wird von Kristen Stewart. Jesse Eisenberg, eben dieser junge Neffe, verliebt sich Hals über Kopf in diese reizende Vorzimmerdame und hofft, mit ihr gemeinsam zurückkehren zu können nach New York. Die Geschichte nimmt dann eine ganz andere Wendung. Wie immer bei Woody Allen ist es so, dass diese Geschichte einen unglaublich nostalgischen Flair hat. Es gibt wunderbare Wortgefechte, die Dialoge sind wie immer ganz, ganz großartig geschrieben. Es ist so ein Schmunzelhumor, es ist wirklich sehr absurd, abgründig zum Teil. Und man vermisst natürlich wie immer bei Woody Allen so ein bisschen das Neue, aber ich habe gedacht, es ist so ein bisschen wie mit Weihnachtsgebäck. Man denkt im Vorfeld auch an nicht schon wieder Spekulatius, nicht schon wieder Lebkuchenherzen. Wenn man sie dann isst, wäre man, glaube ich, enttäuscht, wenn sie anders schmecken würden als im letzten Jahr. Genauso ist es mit Woody Allen. Wer seine Filme mag, wird ein wohliges Gefühl der Vertrautheit verspüren, wenn er im Kino sitzt. Wer Woody Allen nicht mag, wird von vornherein nicht reingehen. Also für Woody Allen-Fans ein großes Vergnügen, für alle anderen, denke ich, ist es eh nichts.